Also Jugendliche können hier mit allen, eigentlich mit jedem Thema kommen, das sie beschäftigt. So, da gibt es keine Einschränkung. Oft, es gibt aber so drei große Themen. Das eine ist so Schwierigkeiten, Ärger daheim mit den Eltern. Das zweite ist das große Thema so, wenn es Stress gibt mit den Gleichaltrigen. Und das dritte Thema ist so, wenn sie so ein bisschen unzufrieden sind mit sich selber oder Fragen zu sich selber haben oder Irritationen aufgetreten sind oder Unzufriedenheiten, dann rufen sie an bzw. melden sich bei uns. Jeder kann anrufen, egal, also ab 14 ist es überhaupt kein Problem, auch ohne Wissen der Eltern. Also jeder hat auch die Möglichkeit, sich beraten zu lassen, ohne dass die das erfahren. Es gibt kein Thema, was wir nicht annehmen würden oder wo wir sagen würden, nee, aber mit dem darfst du jetzt nicht kommen. Gar nicht. Also jeder ist willkommen, auch unabhängig von Religion oder von Nationalität oder von seinem kulturellen Hintergrund oder von der Schulbildung. Also das ist alles überhaupt kein Thema und wird auch nicht abgefragt. Also man kann sich zum Beispiel auch völlig anonym beraten lassen, wenn einem das ein Anliegen ist. Wenn sich ein Jugendlicher oder ein Jugendlicher bei uns melden, dann laden wir ihn erstmal zu einem Erstgespräch ein. Das dient dazu, dass er die Beraterin oder den Berater kennenlernt und wir gemeinsam überlegen, was ist das Anliegen und wie können wir ihnen eigentlich helfen oder sie unterstützen. Wir sind hier eine Beratungsstelle für Eltern, Kinder, Jugendliche und Familien. Und wie der Name schon sagt, sind die Jugendlichen hier auch herzlich willkommen. Auch junge Erwachsene bis Anfang 20 können sich hier noch beraten lassen bei uns. Und das Team setzt sich zusammen aus Männern und Frauen, die Psychologen sind oder Sozialpädagogen und die verschiedene therapeutische Hintergründe haben. Das Wichtigste in der Arbeit mit Jugendlichen ist mir, dass wir ihnen nicht autoritär oder pädagogisch begegnen, sondern auf Augenhöhe. Schon in dem Bewusstsein, dass sie sich Rat suchen bei uns jetzt als Fachleute, Leute, als Psychologen oder Sozialpädagogen, aber trotzdem, dass wir nicht von oben herab ihnen begegnen, sondern auf Augenhöhe und mit ihnen gemeinsam nach Ideen und Lösungen uns die gemeinsam überlegen. Und sie vor allen Dingen nicht vorgeben. Also ich denke, das Wichtigste ist, dass man nicht so das Gefühl hat, wir geben jetzt Tipps und Ratschläge, sondern es geht darum, dass wir gemeinsam mit den Jugendlichen überlegen, was für sie sinnvoll und hilfreich sein könnte. Also was die Jugendlichen weitererzählen, was hier geschieht in der Beratung, weiß ich natürlich nicht. Herzlich willkommen, die dürfen das natürlich. Wir erzählen von unserer Seite niemandem was. Also weder den Eltern, noch dem Jugendamt, noch irgendwer jemanden sonst erfährt etwas über die Gespräche.